So, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Leute, also was wir heute spielen, ist eine ganz wilde Nummer. Ich bin eines Abends so durch TikTok gescrollt, ne? Ich bin sehr süchtig. Übrigens bin ich da aktuell auch wieder sehr aktiv. Checkt unbedingt auch mal meinen TikTok-Channel aus. Ich weiß da auch Pappvideo. Ich scrolle also so durch und sehe plötzlich einen Livestream. Und ich sehe, dass da jemand dieses Game zockt. Das Game heißt Bacon. The Game. Ich hab gedacht, take my money, ich hol mir das. War kostenlos. Ich fange mich mal an hier nebenbei ein bisschen zu entölen, Freunde, ne? Weil es lackt ja schon wieder. Ja, dann hat es keine 10 Minuten gedauert und plötzlich saß ich da und hab das Game brutal gesuchtet. Hier, warte mal. So, so, liebe Freunde, und damit sind wir einmal wieder. Ja, Freunde, das Ziel ist es, ich zeig's euch. Ich hau jetzt hier mal meinen Speck in eine Pfanne. Ne? Und den Speck muss ich jetzt wirklich einfach nur, alles was ich machen muss, ist diesen Speck jetzt in das Glas flippen. Und dann kommt diese Melodie. Oh, Wahnsinn! Und dann geht's weiter ins nächste. Und dann muss ich jetzt hier auf der USA ein Bacon flippen. Und das ist das Spiel. Das ist tatsächlich das ganze Spiel. Und das sieht jetzt auf den ersten Moment ultra einfach aus. Ich verstehe voll, was ihr meint. Glaubt mir, es gibt tatsächlich Runden, wo ich 10, 15 Minuten dran saß, bis ich den Speck... Schau es dir an, doch. Bleibst du da oben, doch. Das kannst du aber auch keinem erzählen. Du kommst jetzt her, Freund. So. Ah. So, so. Der Speck, du, der hüpft mir hier nur noch einmal aus der Pfanne heute. Es ist so utopisch, dass ich so ein Spiel mal spielen würde. Also, ich habe wirklich viel Zeit schon in dieses Spiel gesteckt. Und dann dachte ich mir, ja, nimmst du das jetzt mal auf, zeigst du das der Welt. Weil ich will euch ja auch Games bieten, die einfach Killer sind. Und das ist ein Killer-Game. Das ist so eins von den Spielen, die du beim Arzt im Wartezimmer zockst. Das ist ein Banger und das Spiel heißt einfach Bacon. Das sind jetzt sehr einfache Level. Wir sind auch ganz am Anfang. Also, ich habe auf einem anderen Account... beziehungsweise auf meinem anderen Handy. Ne, ich bin ja stinkreich, ich habe ja 80 Smartphones. Ja. Nee, es war ein Spaß. Nee, war es nicht. Nein, nein, nein. Nee, Spaß. Oh, Digga, jetzt ist aber gerade hier, jetzt sind hier die Polen offen. So, rein da ins Glas mit dir. Nee, und da bin ich tatsächlich ein bisschen weiter. Ich glaube, es gibt insgesamt 200 irgendwas Level und ich habe 100 irgendwas oder so. Also, ist jetzt auch nicht so, dass ich das nur brutal am Suchten bin hier. Sag mal! Das gibt es ja nicht. Du gehst jetzt da hoch auf den Grafen da, du. Höp! Zack! Allererste Sahne. Ich bin ja auch ein kleiner Tryharder, ne? Eintracht Spandau, wenn ihr das hört, Jungs. Das Game ist E-Sport-reif. Vertraut mir einfach mal. Ich meine, ihr habt mir auch vertraut, als ich gesagt habe, ich bin krass in LOL und hab Ahnung, ne? Und dann plötzlich sitzt du da als Challenger und musst das Ding casten, ne? Kommt den Papfi, der macht heute Stimmung. Da bin ich wieder! Er hat noch eins checkt. Oh, ein Schockwave ist ja krass gewesen. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, erstmal eine Pause. Ah, die Shockwave! Drei Mal, da kommt doch mal! Wo ich jetzt eh gerade schon am Werbung machen bin. Leute, wir suchen bei Instinct noch krasse, geile Leute, also euch. Checkt unbedingt den ersten Link in der Beschreibung aus, denn vielleicht ist ja ein Jobangebot für euch da, wo ihr euch drauf für interessieren könntet. Dann bewerbt euch doch einfach mal. Und das fände ich geil. Sagen wir so, wie es ist. So, jetzt hier. Mona Lisa, du brauchst jetzt ein... Du brauchst mich gar nicht so anzugucken. Du kriegst jetzt einen Schinken, einen Speck auf den Kopf. Und der wird dir die Haare zufetten, ne? Und glaub mir, das ist so das Erste. Sieht gar nicht so schwer aus, aber den da perfekt liegend zu bekommen... auf ihrem Siffkopf. Ist gar nicht so einfach. Ich zeige euch gerade ein Spiel, wie ich Schinken auf Dinge... Also Speck, also Bacon. Wie ich Bacon auf Dinge werfe. Das ist einfach nur wundervoll. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist mein Job. Nee, das kannst du keinem erzählen. Ich hatte ja kurz angesprochen. Tatsächlich ist es ein Jo! First try. Danke. Oh, warte mal. Bacon auf ehrliche Meinung. Dummes Spiel. Manche Level sind voll leicht, manche mega schwer. Von mir die Bewertung. Nein, Leute, ich wurde schon mal gefragt. Der Name ist natürlich nicht ernst gemeint. Also, sorry. Ne? Bacon auf chinesischem Zeichen für Unterhaltung. Die Jungs, also das ist top of the notch. Das sind wirklich Brains, Big Brains, die da sitzen. Die denken sich, Alter,
Ich stelle mir vor, wie kamen die darauf, dieses Game zu entwickeln? Und dann sitzen die da, haben sich die ein oder andere Sportzigarette einverleibt und vielleicht noch ein Bierchen on top. Ich will ein Game entwickeln, Digga. Lass uns Bacon auf Dinge flippen. Und dann der andere. Bacon auf Hashtag 17. Das wird ein bisschen schwieriger. Die Fläche, wo ich drauf treffen muss, ist nämlich sehr klein. Aber ich bin ja auch quasi ein Profi. Bacon auf Hund. So, komm mal her, Fifi. Ei, so ein Feini. Guck doch mal da. Bacon auf UFO. Und jetzt kommt's. Die haben sich doch ein bisschen Mühe gegeben. Pass auf. Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, wa? Zurück zu TikTok. Ich habe ja auf TikTok schon ein bisschen Reichweite. Hab die aber nie so richtig benutzt und hab mich voll auf YouTube fokussiert, aber merke eigentlich, wie super simpel TikToks sind abzudrehen. Es ist super geringer Zeitaufwand und macht auch einfach dick Spaß. Also wir haben vorhin zusammen gedreht, es war einfach nur wundervoll. Es war einfach wundervoll, schön der Mister verknallt, ne, wenn du das Video siehst, Adi. Adi. Ja, so, warte mal hier. Boah, habt ihr den Flip hier gesehen? Allererste Sahne. Nee, genau, und deshalb werde ich jetzt versuchen, daily wieder TikToks hochzuladen, ja, weil ich mir einfach, oh, Junge, Alter, er ist noch im Game. Oh, schade. Wir haben heute, ich glaube, wir haben legit eine halbe Stunde oder so gefilmt und haben, boah, will ich nicht lügen, 5 TikToks gemacht. In einer halben Stunde. Man muss halt natürlich die Ideen vorher haben. Digga, jetzt bin ich aber ein bisschen fuchsig hier jetzt gleich, doch. Ich schmeiße mal weiter. So, auf 2 Kerzen. Türmchen gebaut. Auf Katze. Die Katze guckt sogar dem Schinken zu. Siehst du das? Pass auf. Ich flipp dir noch einen auf den Dötz. Ah! Komm schon jetzt hier. Das muss halt wirklich perfekt zwischen den Ohren da liegen bleiben. Ah! Ja, das ist ein schwieriger Schinken-Shot. In Bacon. Es ist immer noch Bacon. Zack. Ah! So, Bacon in Toilette, na, das ist ja einfach. Ich habe es trotzdem. Ne? Ach du heiliger Bimbanovic, ich glaub's ja nicht. So, rein damit ins Klo. Splash it, Abfahrt. Schön noch die Spritzer mit aufs Foto. Bacon auf Sonne. Ja, den, wenn es jetzt nicht liegen bleibt. Oh, der ist aber ange... Ui, geil, sehr schön. Bacon auf attraktiven Cowboy. Aber hier... Ach, Digga. Jetzt habe ich ihn schon wieder drüber geworfen. Ja, Leute. Wenn sich Leute fragen, was ich in meiner Freizeit so mache... Ja. Genau das. Digga, ich weiß halt nicht, wie lange ich das jetzt noch machen soll. Ne? Eigentlich reicht's ja jetzt. Ich glaube, wir haben verstanden, dass es ein Spiel ist, wo man Schinken auf... Also Speck. Es ist immer noch Speck, Papi. Es ist immer noch Speck, Digga. Ja, Freunde. Ich würde sagen, das war's an der Stelle. Bäckige Grüße, ne? Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder herzlichst unterhalten. Und macht's Beste draus und wascht euch mal, ne? Tschö! Was hab ich denn da gerade für ein Game aufgenommen, Leute? Also Wahnsinn.